Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Besonders in Krisenzeiten ist es aber außerordentlich schwer, so große Entscheidungen zu treffen. Ich empfehle Ihnen daher das Vorgehen mit Hilfe von Szenarienanalysen. Malen Sie drei mögliche Zukunftsbilder über den weiteren Krisenverlauf. Definieren Sie ein Worst-Case-Szenario, ein Best-Case-Szenario und ein Base-Case- oder Realistic-Case-Szenario. Diesen drei Szenarien ordnen Sie dann auch subjektive Eintrittswahrscheinlichkeiten zu. Und dann gehen Sie damit in den Austausch. Diskutieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen oder im Führungskreis, gleichen Sie die Bilder ab, suchen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede und ganz wichtig, überlegen Sie gemeinsam, welche Risiken es dabei zu minimieren gilt für Ihr Geschäftsmodell, für Ihre berufliche Zukunft und welche Chancen sich möglicherweise in den einzelnen Szenarien ergeben. Leiten Sie auch konkrete Handlungsoptionen ab. Was können wir heute schon tun, um uns auf die drei Szenarien Best Case, Worst Case und Realistic Case optimal vorzubereiten? Machen Sie diese Analyse und Diskussion nicht nur einmalig, sondern idealerweise regelmäßig, zum Beispiel einmal wöchentlich oder immer dann, wenn sich neue Informationen aufdrängen. Passen Sie die Szenarien an, überlegen Sie weiter, was es mit Risiken und Chancen macht und leiten Sie Handlungsoptionen ab. Sie werden sehen, Sie gewinnen mehr und mehr Sicherheit und werden gute Entscheidungen treffen. Alles Gute und vor allem viel Gesundheit.